100 cars got city. Yeah, yeah. Als nächstes im Jerk wollen wir uns unseren Drive anschauen. Wir fangen das Ganze einmal von der Seite aus an. Das heißt, Gewicht ist auf den Schultern und wir setzen uns rein. Ich stelle mir immer ganz gerne vor, ich setze mich auf so einen Barhocker ab. Das heißt, der Po geht leicht nach hinten raus. Was wir immer haben wollen, ist, dass unser Oberkörper schön gerade unter der Stange bleibt. Von da aus kommt unsere Streckung zurück, genau. Da schön stabil, gerne ein bisschen explosiver. Dann merkt ihr schon, wie die Stange von selbst ein wenig den Weg nach oben macht. Wunderbar. Noch einen schönen explosiven. Gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Und zwar die Knie schieben raus Richtung kleinen Zeh. Und auch hier ist der Oberkörper groß. Wir nehmen das Kinn zurück, um Platz zu schaffen. Sehr schön. Wollen wir mal auf typische Fehlerbilder schauen. Wenn wir uns das von der Seite anschauen, ganz, ganz klassisch. Wir fallen leicht nach vorne. Ja, das heißt, zack, Oberkörper ist vorne, ich kann meine Kraft nicht mehr mit voller Power nach oben übertragen. Und das Zweite, was uns ganz gerne passiert, ist, dass unser Po sich nicht gerade nach unten absetzt, sondern den Knien folgt. Auch hier habe ich einen deutlichen Kraftverlust und werde Probleme haben, meine Füße wirklich frei zu bekommen, um gut in meinen Jerk reinzukommen. Gerade für dieses nach vorne fallen, sehen wir einen Fehler recht häufig, wenn wir auch dran denken, uns von vorne zu filmen, um uns das Ganze einmal anzuschauen. Wenn wir hier in den Drive reingehen, es geht nach unten und jetzt kommen unsere Knie zusammen, wir kriegen ein bisschen zu viel Druck auf unseren großen Zeh, unser Oberkörper fällt nach vorne weg. Zu Hause oder auch in der Box, wenn wir wieder hier sind, alle gemeinsam eine kleine Übung, die wir euch an der Wand zeigen wollen, wie ihr da viele Probleme schon früh bekämpfen könnt, um sicher in die Position zu kommen.